Hallo ihr Lieben, euer Girl, Steve hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gags 3 Deep Cover Gecko. Im letzten Part haben wir hier schon die Bonus-Level gemacht im Funky Town der letzten und neuen Overworld. Und jetzt sammeln wir hier die 100%. Das wird episch. Asphalt Jungle, okay. Ja, wir sind jetzt schon Superheld-Gags. Was man mit den Superheld machen kann, ist folgendes. Gehen wieder zum Anfang. Das zählt auch noch zu Funky Town. Hier sind Sachen, die wir zerstören können. Dachte ich zumindest. Ach Gott, verdammt. Ich weiß nicht, ob man Kisten nur als Superheld zerstören kann. Herr Engers war da. Hier die 100% zu holen, ist ein bisschen nervig. Schwierig. Na gut. Das kann auf jeden Fall ziemlich spannend werden. Ja, und im letzten Part haben wir natürlich Anime TV komplett abgeschlossen. Jetzt gibt es nur Super TV und Gangster TV. Sprich gut und böse. Und natürlich den feinen Level gegen Raz. Gibt's da auch was? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön, ne? Wir haben schon an der Hauswand eine grüne Pforte gefunden. Ich sag euch auf jeden Fall Bescheid, wenn wir da sind, wo die war, damit ihr das nachvollziehen könnt. Wenn ihr es trotz dessen nicht nachvollziehen könnt, müsst ihr einfach in den letzten Part nochmal schauen. Denn da habe ich ja gezeigt, wo die ist. Ja, tatsächlich, diese Kisten kann man nur mit Hilfe des Superhelden zerstören. Nervig. Nervig. Nervig, nervig, nervig. Ja, hier wirklich die Fliegen zu bekommen, das wird sich als ziemlich Tortur herausstellen. Ist da noch ein Secret? Weiß es ja nie wegen der Render Distance. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Guck, hier mit Superhelden, hier mit Superhelden. Oh, sehen richtig viele Verwandlungen. Aber schon netter Teaser auf die Superheldenwelt, denke ich mal. Ach, das Ding ist wieder oben. Ja. Ja, Maschinengewehr. Das war schon fast ohnegleichen. Ich weiß zwar nicht, warum der es so feiert. Weil ich bin da auch im letzten Part ohne das Ding runterzuschießen hingekommen. Also wer kann, der kann, ne? Wer das Spiel beherrscht, der beherrscht es. Wer nicht, der nicht. Wohin bringst du mich? Hier muss ich echt out of my mind spielen, um alles zu finden, wirklich. Auch Kisten für den Superhelden. Oh. Also hier die 100% zu holen, macht wirklich keinen Spaß. Schön. Freut mich, dass es mal geklappt hat. Komische Eule. Dann, so eine Hauswand war auch eine andere grüne Pforte. Ja, super Gag, ich bin stolz auf dich. Gab es hier nicht auch noch was? Oh, da ist auch noch was. Also, muss man mit dem Sprung machen. Das Problem ist, man bekommt keinen Anlauf. Ich glaube, diese komischen Autos kann man auch zerstören mit Hilfe des Superhelden. Oh, ich will mich erstmal hier umschauen. Ich mache mal alles, was man mit dem Superhelden nicht machen kann. Beziehungsweise, wo man den nicht verbraucht. Zum Beispiel euch ein bisschen ärgern. Puh, puh. Genau. Hier war die Pforte zu finden. Es führt eben hier, genau hier. Hier war die grüne Pforte. Die habe ich schon. Das führte nämlich zum weiteren Bonuslevel. Wie komme ich weiter nach oben? Wie komme ich weiter nach oben? Das ist jetzt die Frage. Ich frage aller Fragen. Wahrscheinlich mit Hilfe dieses Aufzugs. Ist hier ein Gegner?
Wundervoll. Da ist natürlich auch nur eine Pforte. Immer eine Hauswand. So werden tatsächlich auch leider die Verstecke von Superhelden TV. Da sind zwar die 100 Fliegen relativ tricky. Sehr gut versteckt. Aber ganz ehrlich, Mythos TV kann so schnell nichts toppen. Dressing Room. Es gibt auch noch ein anderes Superhelden-Outfit, was man wahrscheinlich hier bekommt. Ich will wissen, ob hier noch was ist. Leider nicht. Warum nicht? Ja. Der Vogelmann. Damit können wir fliehen. Beziehungsweise gleiten. Und ich weiß nicht, wofür wir das brauchen. For real jetzt. Ich weiß wirklich nicht. Der sieht ja interessant aus. Chicken Man. Wen nennst du hier dumme Pute? Dumme Pute, okay. Ja, ich weiß nicht, wofür man den braucht, wirklich nicht. Ich habe aber eine Vermutung gerade. Warte mal. Über der Eingang vom Funky Town, das war ja so ein Rohr, da ist ja so eine grüne Pforte. Vielleicht kommt man nur mit Hilfe von das ihm da dran. Superschnabel. Superschnabel. Auf jeden Fall geht's so am einfachsten. Guck mal, jetzt können wir das auch noch einfach abgrasen. Easy going, mit dem ist alles so einfach. Das Superman-Kostüm war fantastisch. Leider das Superman-Kostüm war leider vergeben. Das ist aber super Gecko. Kein Man. Oh, Leute, das Schlimmste kommt jetzt. Aber wie geht der Quatsch da auf? Diese Gitter muss man ja irgendwie öffnen können. Fragen. Über Fragen. Nerd. Holen wir erstmal das, was wir holen können. Zack. Zack. Die ganzen nervigen Kisten zerstören. Ich finde, die hätten das Timing ruhig ein bisschen erhöhen können. Ja, und tatsächlich kann man soweit die Autos zerstören. Sogar die Mülltonnen. Jo, Superman hier. Super Gags. Ist eher super zerstörerisch. Fragt man sich, wer Superheld ist und wer nicht. Ist eher ein super Schurke hier. Ja, und das wird ziemlich knapp mit der Zeit bei weit entfernten Sachen. Das kann man leider nicht zerstören. Los, schaffst du Gex? Schaffst du? Sir, das war schon fast. Aha. Wie auch immer das zusammenhängt. Das Gitter geht weg, wenn man Autos zerstört. Ja, das ergibt voll Sinn und so, ne? Zerstöre Autos und schon geht ein Gitter kaputt. Müsst ihr mal in eurer Stadt ausprobieren. Einfach ein paar Autos demolieren, zerstören. Vielleicht öffnet sich ein geheimer Weg. Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Nicht nachmachen. Ich bin so cool. Ich bin so cool. Schockierende Neuigkeiten für Gags. Er ist komplett elektrisierend. Nein, ich will das jetzt alles zerstören. Yes. Das waren hoffentlich alle. Hey, merkt, ne? Immer wieder hinlaufen, immer wieder zurück. So ein bisschen. Ja, ich will jetzt sagen, scheiße gemacht. Aber. Ja. Den entweder das Zeitlimit erhöhen. Och nö, jetzt muss ich für die einzelne Kiste nochmal rein. Den entweder das Zeitlimit erhöhen müssen oder. Ja, das nicht so oft machen sollen. Ja, ist schon ein bisschen blöd. Wir müssen da ja auch noch hoch, ne? Nehme ich mit. Timing war wirklich vorzüglich. Jetzt können wir nicht die Dinger hier zerstören. Zack, zack. 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 Springen wir hier rein. Sind hier. Und die Zeit reicht nicht mehr. Ich kann kotzen. Hä?
Hey, wie soll man das denn so schnell schaffen? Ach, Kinders. Das meine ich halt. Das ist echt brutal. Ich glaube, wenn man alle Kisten zerstört hat, geht das andere Tor auf. Warum das so ist, fragt mich nicht, aber es ist so. Timing, Leute, es muss stimmen. Und das Timing war Katastrophe. Ja. Warum probiere ich es eigentlich jetzt noch? Ich sammle den Quatsch mal ein. Also. Ich könnte von hier aus dort runterspringen. Wäre dann auch schon hier. Guck an. Ist doch besser als da durch diesen Schornstein oder so zu krabbeln. Guck. Die Sachen zerstören. Dann noch diese einsame Kiste da hinten zerstören. Es geht eigentlich. Ist gar nicht mehr so viel. Dann frage ich mich natürlich, ob wir da oben noch was vergessen haben mit Superschnabel oder so. Ob der wirklich nur dafür da war, diese Pfoten zu finden. Ich weiß es nicht. Ja, das hier abzutimen, weil er 100 Jahre braucht, um sich umzuziehen, ist echt nicht so einfach. Mann, eleganter kann man das so gar nicht machen. Bloß nicht aus Versehen ins Bonus-Level kommen. Das wäre jetzt wirklich der absolute Albtraum. Yes! We did it! Im letzten Frame. Er war eigentlich schon nicht mehr Superman. Er war schon der normale Gex und hat es trotzdem zu... Müsste den Scheiß doch mal machen. Nö, kein Lust. Ich hole jetzt erstmal in die andere Kiste da. Dann geht's erstmal zu Raz, weil bei Raz in Nähe, da gibt's glaube ich auch noch ein paar Secrets. Vorhin haben wir überhaupt schon eine Bonusmünze? Ich glaube, wir haben keine einzige Bonusmünze. Ich habe keine Ahnung, wo es hier ist. Toll, da war noch so eine einsame, verlassene Tonne, ey. So ein Schmutz. 79. Ja, wir haben es gecheckt. Alarm, Alarm. Brauche ich da Superschnabel? Nee, Quatsch. Komm mal so irgendwie hoch. Es sieht nicht richtig aus. Ja, also... Okay. Okay. Es ist voll verbuggt irgendwie, aber es hat funktioniert. Hier gibt es auch noch eine Pforte. Ich denke nicht, dass hier noch mehr ist. Außer das finale Level, was wir natürlich auch erst ganz zum Schluss machen. Ergibt irgendwie Sinn, ne? Wahrscheinlich mache ich den Bonuspart sogar noch vorher. Damit wir wirklich mit den Credits dieses wunderschöne Spiel beenden können. Ja, machen wir so. Oh nein, ich habe nicht geschaut, wie das Timing ist. Vielleicht haben wir Glück. Naja, so halb. Ist leider sehr, sehr weit. Und mit solchen Fails wie diesem wird es natürlich schwierig. Das war irgendwie klar, oder? Dass das nicht mehr funktioniert. Ich frage mich aber wirklich, wo der Rest vom Schützenfest ist. Wahrscheinlich wird es jetzt klären, wenn wir dieses Fass zerstört haben, wie gesagt. Ich
meine, für alle Kisten, alle Fässer gab es auch noch was. Ja, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Es ist die gut gemeinteste Overworld, aber am nervigsten für die 100%. Aber das Gute ist, es interessiert auch nur die Leute, die 100% machen. Weil nur dann hat man wirklich hier Pain and Suffering zu tun. Die kann man nicht zerstören, richtig. Nichts ist passiert. Entweder ich habe noch ein Fass übersehen. Ist hier noch ein Fass? Tja, ihr Lieben. Wir hatten wirklich die glorreichsten Level schon absolviert mit Gex. Richtig schöne Level, wo man sich wirklich fragt, hä, warum kennt keiner das Spiel? Warum hat das Spiel so wenig Aufmerksamkeit hier auf YouTube? Und dann kommt das. Wirklich. Einfach nur Schikane für die Spieler und Spielerinnen, die 100% jagen. Wirklich. Da fehlen mir die Worte. Natürlich ist das Timing wieder absolut beschissen. Hier runter, please. Oh, das zählt weiter, wenn ich hier runterfliege. Ich habe es jetzt nur nicht geschafft, weil es weiter gezählt hat. In der Animation hat es weiter gezählt. Sowas hasse ich. Sowas hasse ich wirklich. Ja, Gex. Also, es ist jetzt links von den komischen Dingen, was wir da runtergeschossen haben. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, die Kanalisation zu machen, wenn wir da noch nicht alle Wege offen haben. Mir kommt das wirklich spanisch vor. Dass wir nur die Pfoten bekommen können. Mit Superschnar, mit der anderen Superheldenkostüm. Das kommt mir alles äußerst griechisch vor. Wie Gex so schön sagte, Mythos TV. Der schönsten Welt auf diesem Planeten natürlich. So, links von diesem Ding. Wow. Gut, Zeit für Safe States. Zeit für Safe States. Heavy Frame Perfect muss man es da machen. Ich hasse es wirklich. So. Safe State ist gesetzt. Und das war schon mal kacke. Besser timen kann ich es nicht. Das heißt, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es nie. Ja, auch bestmöglichste Zeit rausgeholt. Und jetzt haben wir viel mehr Zeit. So, und hier ist es. Ich bin jetzt. Könnte sich Bond nicht eine Scheibe davon abschneiden? So. Nur extra Leben? Dein Ernst? Gut, ich hol die jetzt. Falls die so hart verdient waren, und dann müssen wir nochmal in die Kanalisation gucken und eventuell nochmal auf die Häuser angucken. Ja, für die Scheiße gibt es 1 Million extra Leben. Wer hätte es gedacht? Flop! 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 Ja, ganz ehrlich. Ich mache mich nur zum Affen. Braucht die extra Leben nicht. Wir haben eh genug. Und wir haben Mythos TV sowieso überstanden. Für noch extra Leben. Ganz im Ernst. So. Was wir jetzt machen, ist, wir schnappen unser Superheldenkostüm und schauen nochmal in die Kanalisation nach. Ist hier jetzt ein bisschen was getan. Und gab es ja noch ein paar verschlossene Truhen. Truhen, Kisten, Holzkisten. Ich lasse es mal da. Schnell, 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 schnell.
Schnell. Ja. Ist nämlich jetzt alles offen, zum Glück. Dann hat sich nicht nur ein Gitter geöffnet, sondern alle. Das ist interessant. Ich guck mal, ob hier noch irgendwie was ist. Ja, das sind die stärksten Gegner. Schnell und schwer zu treffen. Ach so, kommen die Bonusmünzen. Einfach die Autos zerstören und das öffnet die Gitter und schon können sich die alle schnappen oder wie? Oder haben wir die jetzt wirklich auch nur öffnen können, weil wir die Kisten und Fässer zerstört haben? Kann ja sein. Alle Kisten, ein Bonus öffnet sich. Alle Fässer, ein Bonus öffnet sich. Wenn ja, finde ich das relativ okay. Trotzdem war es halt nervig zu kriegen, ne? Guck, wir haben erst 94. Das ist alles andere als geil. Aber guck mal, was wir hier haben. Das sind die letzten. Ne, ich kann nicht rechnen. Zwei fehlen noch. Erzählt mir doch jetzt nichts. Was sollen denn diese zwei Fliegen sein? Oh no, Leute. Das wird wieder eine Tortur. Wie sieht's denn aus? Zwei Pfoten fehlen auch noch. Wait, what? Oder... Ah. Fehlt trotzdem noch eine Pfote. Immerhin aber das Schlimmste schon mal geschafft. Die 100 Fliegen. Das ist natürlich die Preisfrage. Wo ist die Pfote? Es muss was mit diesen... mit den Chicken Outfits zu tun haben. Wirklich. Ich muss da nochmal hoch. Wie gesagt, die Render Distance macht es nicht besser. Aber mich freut, dass es welche Fliegen haben. Wir sind echt hart erkämpft in dem Level. Der Overworld. Level ist das ja nicht wirklich. So. Ah. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, dafür braucht man wirklich hier super Pute. Chicken! Chicken für alle! KFC! Und damit haben wir es. Die 100%! Beim nächsten Mal gibt es dann Mafia TV. Auch eine richtig coole Welt, wo ordentlich geballert wird, wo wir irgendwie Leute überfallen müssen, die Drogen klauen müssen und all so ein Scheiß. Das ist schon ein witziges Gebiet. Ich feier's. Gangster-TV beim nächsten Mal. Kurz mal gucken. Ja, 100% Funktown. Fantastisch. Gut, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!